Ja, also Nee, nicht wir haben ja. jetzt Nee. fertig gegossen. Und jetzt wollen. Ja, ich. Kommen Sie jetzt mit oder Welchen was? haben Sie jetzt? Dann nehme ich den anderen. Der gerade wegfährt. Ich stelle immer dumme Fragen. Wie viele haben Sie Ja, ist jetzt? ja Ich fahre gut, gerade ist ja weg. gut. Ich fahre mit dem anderen und bringe den dann auch darüber. Ich hoffe, das geht hier über das Ja. ruppelige Gelände. Schaffen Sie das denn? Kriegen Sie Herr Finn, schalten Sie denn die Ohren Backen? steif. Jawohl, ich halte die Stellung, ich halte alles steif. Das ist. Dann hört sich doch mal schon. Alles. Der Ja, hält also kommt über alles. den Komplett Hammer, über jetzt. den Hammer. Finchi hält jetzt alles Über den steif. Hammer. Alles, was er da hat. Sogar den, Das Alter, ist alles steif, steif haben Sie gehört, gehalten. ne? Das Ja, hier. den Hammer. Wen? Den Hammer. Finde ich Ah, gut. ich bin hier so nervös, Nee? es ist ja unglaublich. Weil ich Weiß Hammer, weil nicht. ich Hammer gesagt habe. Wir haben doch eigentlich gar nichts damit zu tun. Den Hammer halten. So. Wir sind doch hier die Hammerhart. Hammerhälter hier. Hammerhart, genau. Ja. Ich Hammer, feiere ich Hammer, in die Hammerhart. Stützfüße hier nochmal. Ach Gott. Wie schön Sie das immer sagen. Was? String. Muss Schokolade String auf drücken. String. String. Wollen Sie mitfahren, Ja, Herr ich sag Holsten? das ja nie. Nee, ich fahre mit dem anderen, mit Ach der so, die müssen wir ja auch Landzugmaschine. noch. Ach Gott. Erstmal fahre ich den hier wieder rüber. Ja, stell den erstmal Ja, da aber wir brauchen ja irgendwo den Platz überhaupt. hier, ne? Genau. Lass mich So, dann sehen. stellen wir mal hier hin. Was nehmen wir denn da für eine Zugmaschine? Ganz normale Tiefladerzugmaschine, ne? Einen ganz normalen Blauen. blauen Zugmaschinen. Hier, überlege ich mal. Das sind Aber da haben wir doch auch. keine Blauen, die sie da haben, sie. Sind alle Oh, so blau. ein Blauer. Die doch nicht! Mann! Mann! Nimm doch das komische Ding, was da steht. Ja. Boah, die Frau ist immer. Ich verstehe die immer nicht. Jetzt mal ehrlich, Finchi, ne? Seid ihr da irgendwie da so ein Rödel die Döner mit dem Ding, mit dem Dings da hat, ne? Mit dem Finanzbeamten da, ne? Ist die, ja, das auch noch. Ist die Unglaublich völlig, weiß ich klammern. nicht. Die hat da Rödel die Döner, weißt du? Holleri die Dödel du, weißt Glaub das jetzt Ich. nicht. Für mich ist das einfach zu viel hier. Warten Sie mal Wissen Sie vielleicht? wieder nicht, wo Sie hin müssen, ne? Ja, genau. Ich hoffe, wir fahren nicht zum Finanzamt. Das ist nicht. Nein, Herr Hox, wir fahren nicht zum Finanzamt. Oh, ich bin gegen den Bagger Nicht gefahren. wirklich, Ist das der ist, schlimm? glaube ich, zu stark für Sie. So, hauen Sie rein da. Hallo, Luzi. Ja. Wo ist hier der Straße? Oh, die fährt. Nix kann man hier. Nix! Wo ist das überhaupt? Ja, Die ja. Bude hier? Wo müssen wir überhaupt Ja, hin? das ist das Problem. Fahren Sie mal vor. Ich meine, die Innenperspektive ist halt leiser. Warum habe ich hier so eine. Ey, das erinnert mich an mein Auto. Ich schon wieder hier so eine Einblendung. Oh, Wo fahren Sie eigentlich hin? Jetzt wird er. Was macht der denn hier? Mole noch einfach! Ich muss ja erstmal die Aufliegers leihen. Okay. Erstmal ein. Erstmal ein. Die einfach stehen. So. Oh, hol schon Ersten mal. Auflieger, ja? Ja! Okay. Hier stehen zwei Stück, brauchst du nicht. Okay.
Jetzt holst du erstmal ja, die Wände. Mal fertig bin. Zack. Genau. Alles für, jawohl. Alles für dich? Ich hab. Ist nur ein Auflieger. Nur. Dann fahr ich wieder zurück. Ja. Jo, oder wo soll ich fahren? Ach, sie können auch immer. Ich mach schon. Na gut. Ja, und wie das aussieht, das haben wir ja auch schon. Oh Gott, was ist denn das für eine Lenkung hier? Das haben wir schon in den anderen Videos gesehen, wenn wir da die Fertigwände geholt haben. Also da müssen wir jetzt nicht unbedingt sehen. Viel interessanter ist ja eben, mich hier mit der Zugmaschine umher zu rattern hier. Naja. Was ist das jetzt schon wieder? Warum ist es schon wieder am Lachen hier? Wo bin ich jetzt hier? Muss man jetzt unbedingt sehen, wenn sie da rattern? Ja, die ist halt sehr anders. Gott, die lässt sich hier. Was ist anders? So wie die anderen. Wir haben doch keinen Anhänger hinten dran. Nee, auch vorher schon. Ich meine, ich habe ja die leeren Zugmaschinen auch gefahren, aber irgendwie. Keine Ahnung. So. Bin schon wieder am Hof. Auf dem Hof. Ja, dann stell die Karre ab. Ich komme jetzt mit den Fettbänden. Da muss ich den Herrn Finch mal fragen. Ist alles noch in Ordnung bei Ihnen oder brauchen Sie eine Ablösung? Müssen Sie mal auf Toilette oder so? Ja, eine Ablösung wäre mal gut, dann könnte ich einmal schiefen gehen. Ja? Ja gut, dann übernehme ich mal jetzt die Fertigwände abzuladen. So. Abzuladen. Abblasen. Ja, und das wird die Halle mit dem Bürogebäude. In der, ihr habt das jetzt nicht gesehen. Ich meine, hier ist eine grüne Ampel. Ihr habt gesehen, die war grün. Gut, schön, bin ich bin dann mal weg, ne? Jawohl. Viel Spaß beim Schiffen. Jawohl. Und der Herr Hoxton kommt da hinten schon selber. Da ist er schon. Da kommt er auf das Gelände gefahren. Warum er jetzt nicht querfeld eingefahren ist, weiß ich zwar immer noch nicht ganz, aber naja. Warum ist Banane Chromschiffe? So, hauen Sie rein. Ich bin dabei. Nehmen Sie erstmal die hintere runter, ne? Mhm. Wo soll ich das hinstellen? Ich würde es einfach erstmal direkt hier hin. Okay. Hier, wo ich stehe. Daneben stellen, das Gestell. Und dann kann ich das ja lösen alles. Gut. Und dann ist gut. Weil die verschwinden ja sowieso. Eigentlich schon, ne? Ja. Ja, ich muss einmal drehen. Ja. Lassen Sie runter. Lassen Sie runter. So, ich mach mal frei. Lass mal los. Warum kann ich das nicht lösen? Moment. Da jetzt. Okay. Kann losgehen. Ich, stell auch den Auflieger ab, ne? Weil der verschwindet dann von der Baustelle, glaube ich. Ja, ich hoffe. Ah ja, letztens auch. Da ist der ja auch einfach verschwunden. Klar, wir gucken uns das jetzt an, hier das Spielchen, was die hier. Die Chefin hier. Warum machst du nicht die erste hintere? Mach ich doch. Ah ja, wird ja angezeigt. Ach so, ne? Doch, klar. Jetzt muss ich es sagen. Entschuldigen Sie bitte. Ja. Huch. Ich wollte gerade sagen, wird doch angezeigt.
Man merkt, ich habe schon länger nicht gekrant. Boah, muss ich da wirklich ganz rein? Das ist ja unglaublich. Das ist aber nicht einfach, Herr Hoxton. Tja. Boah, muss ich da echt ganz rein? Unglaublich. Ehrlich jetzt? Ah, doch. Ja, mach keinen Quatsch. Das ist wie Sisyphus. Sisyphus, ich weiß nicht. Eigentlich was für einen Krangelehrten oder so. Ja, lassen Sie mich das machen. Haha. Wollen Sie? Kommen Sie, lassen Sie mich das machen. Ja, ich bin auch der, ich bin auch der Krangelehrte. Krangelehrte? Da bin ich ja mal gespannt, Herr Hoxton. Warum komme ich da nicht rein? Weil Sie nicht da umkommen. Und? So. Oh, jetzt bin ich gespannt. Wir sind jetzt gespannt auf den Herrn Hoxton. Auf unseren Krangelehrten. So Nummer 1. Und was meint ihr? Sind wir erst hier in dieser, einen von diesen Wänden, oder müssen wir jetzt auf die andere Seite? So. Oh. Wie fährt man den Haken nach vorne? Ja, Herr Finch, der Herr Hoxton macht jetzt mal hier. Ach, er hat übernommen? Ja, ich hatte die erste Wand gesetzt und dann gefiel ihm das so gut. Da ließ er sich da nicht mehr von abhalten und hat gesagt, er wäre der Krangelehrte und möchte jetzt loslegen. Auch wenn er mir den Rang ablaufen, ja, so. Nein. Der Finch ja besser drauf. Also ich kann das ja nicht mehr. Da kann man die nächste Stunde erst nicht betreten. Ui. Und den Baucontainer hinterm Kran. Oje. Ja, der Adler ist reingebrüllt. Oje. Nur so eine braune Spur auf dem Boden, sagen Sie mal. Die von Ihnen? Also, nee, das um Gottes Willen nicht. Gott. Wenn sie nicht von mir ist und nicht von Ihnen. Herr Hoxton? Ja. Weiß nicht. Alles gut bei Ihnen da oben? Wenn ich meine, ich scheiße irgendwo hin, dann scheiße ich irgendwo hin. Ja, Herr Finch, vielleicht sollten Sie dessen Infektionsspray mitnehmen, wenn Sie nächstes Mal auf den Kran kommen. Ja. Gerade hat er schon mal grün geleuchtet. Ja. Quatsch. Es ist ein bisschen, es riecht ja, ein bisschen streng aber hier oben, aber... Oh Gott. Moment, die Chefin hat hier vorne drin gesessen. Entschuldigen Sie mal bitte. Warum muss ich dann immer gewesen sein? Es kann höchstens nach Mandelöl riechen. Ich hab gar nichts gemacht. Ja, Gott. Wenn Sie Mandeln gegessen haben, ist das okay. Nein, das habe ich nicht, Herr Hoxton. Ja, haben Sie Mandeln gefressen. Brannte wahrscheinlich. Übrigens, Herr Finch, der Herr Hoxton hat jetzt den LKW-Anhänger abgehangen, weil er sagt, wenn wir fertig sind, verschwindet der. Oh. Seine Logik. Hoffe ich. Glaube ich nicht, ich hoffe, weil wir mussten die bisher immer zurückbringen, aber mein Gott. Oh, aber. Machen wir erst die eine Seite fertig und dann die andere? Ich glaube, da müssen wir noch welche holen, ne? Nö. Nee, das sind doch so. Wir haben doch 8 Papierwände. Ach so, nee, wir machen nicht mehr holen. Nee. Ja, wie? Nee. Anscheinend ja wohl doch. Warum? Ja, weil du noch mal Dinger da hast. Ja, wir haben noch welche du auf dem Wagen. Das machen unsere Angestellten. Ich habe ja mittlerweile schon ein paar Leute mehr eingestellt, verstehen Sie, Herr Hoxton? Die übernehmen auch ein paar Aufgaben. Dementsprechend brauchen wir nicht mehr so viel zu machen. Aber das wollen wir natürlich euch noch zeigen hier. Dann müssen wir mal gucken, ob wir dann beim nächsten Mal vielleicht das Krankenhaus machen. Oder erstmal noch kleinere Sachen. Ja, das Krankenhaus ist ja auch eigentlich unser Ziel eigentlich. Alle Fahrzeuge zu besitzen in unserer Firma und halt das Krankenhaus. Ja.
Aber sagen Sie mal ehrlich, Chefin, die Kräne war noch wieder eine Investition, die hat sich doch wieder gelohnt. Auf jeden Fall. Also dann, dass wir nicht diesen riesen Flaptop-Kran immer brauchen. Auch geht der, finde ich, viel besser von der Hand. Der ist viel fluppiger. Hm? Um mal bei Ihrem Thema zu bleiben, ne? Ja, fluppig. Ist ja fluppig, ne? Ja, der Hawks macht das sehr gut. Ich meine, jetzt kann der Finch uns gleich richtig einen drauflegen, indem er die hintere Seite mal macht und... Ja, er ist korrekt, aber... Oh, guck mal. Er kriegt schon Happen. Ja, da läuft er schon. Da läuft er. Ich hab ihn gesehen. Ja, da lang gespurtet ist. Ich hab sozusagen die Startpistole angesetzt. Uiuiuiuiuiui. Ja, Finchi, dann komm mal ran hier. Hau rein. Stellen Sie den am besten den Eumelbums hier auf die andere Seite. Ja, irgendwie. Oder dahinter oder wie auch. Nein. Was ist? Ja. Herr Hoxton, was ist denn mit Ihnen los? Sind Sie unterzuckert? Ja. Abstand, ja? Herr Hoxton, Abstand. Einmal Ladung entsichern? Ja, wo steht... Ach, da hinten haben sie... Oh. Ja, ich sichere mal. Sichern. Ach so. Ja, mach mal los. Ach, haben sie schon gesichert? Das war falsch. Okay. Jetzt fertig? Nee, hey, warte mal. Ach, das war jetzt kannst du. Nee, jetzt wieder nicht. Ich kann nix, die kann Brot kann. Ja, Brot ich stand zu nah am LKW. Entschuldigen Sie, ich habe den LKW in sicher. Ja, sie standen öfters. Ihre Schaukel hat damals auch zu nah an der Hauswand gestanden. Was macht sie den Auflieger zu? Warum auch immer? Na, ist egal. Wir müssen darüber nicht nachdenken, Leute. Was macht sie denn ja, auf? Ja, damit sie was zu sehen, ja? Fühlen Sie sich da wohl auf so einem Schutthaus? Größer. Ja, jetzt bin ich nicht mehr größer. Gehen Sie da unten, Herr Hoxton. Weil ich habe die gelbe Weste an, nur ich darf hier oben stehen. Sind Sie so? Ja, genau. Ja, hast du gesehen, wie können ja gleich mal in den Auflieger springen, dann mache ich dazu, dann stehen Sie da drin, jawohl. Ja. Finden Sie jetzt lustig, ne? Dann springe ich in einem anderen Auto und bin wieder da. Wo haben Sie eigentlich den Kranwagen? Den Kranwagen? Da drüben an der Haltestelle. Ja, der wird doch gleich gebraucht. Da ist noch Material die drauf. Haltestelle da hinten. Was? Ja, da, die Haltestelle. Da. Wo? Doch, da. Hier steht nichts. Hier, da. Doch, hier, da. Was an der da Haltestelle. Nicht? Da steht da. Gucken Sie. Ach, da steht. Da. Naja, da. Soll ich den Rand fahren? Ja, machen Sie da, ey. Ja, nicht persönlich. Aber der ist so laut. Warum ist denn der so laut? Ey, warum leuchten die? Was haben sie mit dem Kranwagen gemacht? Immer muss ich den zur Reparatur bringen. Ist schon wieder eine Warnlampe angegangen. Haben sie. Ja, das liegt daran, weil sie sich nicht um die Wartung kümmern. Was jetzt schon wieder heißen? Die Wartung. Das ist das Problem. Warte, ja. jeden Monat den Sprit. Ich fülle den Sprit immer wieder auf. Ja. Ja, sehen Sie? Hat ja vollkommen okay. Also warte ich den doch, oder nicht? Ja. Ich warte auch sehr oft, ja. Aber es reicht doch, oder? Was soll man denn da noch sonst, ich meine, warten? Außer den Sprit. Ja, der Herr Finch ist aber auch schnell. Muss man ihm ja lassen. Der Finch ist sehr, sehr schnell, finde ich. Der macht das sehr, sehr gut. Ein schneller Herr Finch sozusagen. Der ist schneller als ich. Meinen Sie? Auf jeden Fall. Ja. Oh.
Telefon. Oh, Telefon.